Back from the dead. Also, willkommen erstmal 31. Januar 2020 und wir warten gemeinsam hier live auf den Fortnite-Shop. Ich bin gespannt, was heute reinkommt. Viele sagen, die NFL-Skins kommen heute rein. Ich werde gleich nochmal den YouTube-Chat einblenden zum Ende hin, wie immer. Dann könnt ihr nochmal alle gerne was reinschreiben und eure Omis grüßen, wenn ihr möchtet. Vor allem Nils Omi muss gegrüßt werden. Und ich bin gespannt, was heute reinkommt. Was sehen wir? NFL-Skins sind drin, habe ich hinten schon gesehen. Wir fangen aber nochmal vorne an. Wir fangen mal an bei dem Stingray. Der ist jetzt zum Kaufen da. Der ist natürlich absolut weird, oder? Muss man schon ganz klar sagen. Ist ein absolut weirder Skin. Ich weiß nicht, ob ihr den so feiert. Ist ein verrückter Skin. Den gab es ja auch mal zur Auswahl, soweit ich weiß. Den konnte man sich ja mal irgendwie aussuchen, ob man den wählt oder nicht. Ich feiere den nicht, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Sea Scorpion ist dazu noch für 500 darin. Okay, der Schwungsound ist ein bisschen weird. Ja, interessanter Skin auf jeden Fall. Weiß nicht, ob das mein Ding ist, muss ich ganz klar sagen. Machen wir mal weiter. Wir haben den Magnus drin für 2000. Ist natürlich ein Riese. Ob man den haben will, als Wikinger, weiß ich nicht, wenn man ein bisschen Tor spielen will, macht's Laune. Forbearer ist aber richtig geil, die Axt ist absolut krass. Richtig nice, 800 V-Bucks dafür, ist auch schon richtig nice, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall ein cooles Harvesting-Tool. Weiter geht's mit Astra, die ist wieder drin. Die kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, die finde ich richtig nice. Viel zu wenig gespielt, kommt in zwei verschiedenen Styles, wie ihr sehen könnt. Noch mit einem geilen Backbling, was man auch für andere Skins nutzen kann. Auf jeden Fall, absolut cool. Und natürlich auch nochmal hier mit der Konstellation, 500. Wir cyclen das mal durch. Sieht auch ziemlich nice aus, muss ich sagen. Auf den einzelnen Waffen sieht das wirklich gut gemacht aus. Hat auch so einen coolen, ihr seht schon, es hat so einen krassen Effekt, so je nachdem, wie man drauf guckt. So einen perspektivischen Effekt, das ist natürlich richtig weird. Aber irgendwie geil. Also interessanter Skin auf jeden Fall, interessantes Set, muss man ganz klar sagen. Insgesamt lohnt sich auf jeden Fall auch zu holen. Und dann gehen wir mal rüber zu den Dailies. Da haben wir Nara drin, 1500 V-Bucks. Die ist auch ganz cool, kommt auch mit einem Backbling. Ist mir aber ein bisschen zu viel. Natürlich so viel Liebe steckt da drin, ne, im Detail, aber ist überhaupt nicht mein Ding. Dann haben wir Birdie drin. Also wer ein bisschen Golf spielen will. Die ist ja auch dann später nochmal in anderen Variante gekommen. Deswegen, ja, sieht schon nice aus, muss man sagen. Kann man sich auch auf jeden Fall mal gönnen, finde ich gar nicht so verkehrt. Und dann haben wir den Driver, passend dazu, da haben wir ihn doch, 500. Und dann haben wir noch drei Emotes, wir haben was Neues auch drin. Also zum einen erstmal Cartwheeling ist drin für 500. Traversal, damit könnt ihr erstmal ein paar Rädchen schlagen über die ganze Map, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann gibt es Billy Bounce für 500. Und dann haben wir was Neues drin, und zwar Freemix für 500. Oh, shit. Mag ich diese Stimme dazu? Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß noch nicht, ob ich das so geil finde. Er ist ein bisschen weird, oder? Der ist ja mal absolut crazy. Und dann gibt es hier das gesamte NFL-Paket. Und ich glaube, wir haben sogar was Neues drin im NFL-Paket, soweit ich mich nicht täusche. Oder ich habe gehört, dass man irgendwie neue Sachen, neue Teams drin hat. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall könnt ihr hier durchgucken. Wir haben hier jede Menge Teams drin. Alles Mögliche ist gerade am Start, was ihr euch holen könnt. Also sieht schon nice aus. Und natürlich auch die ganzen Nummern könnt ihr ändern. Vorne sowie hinten wird geändert, was ich ziemlich cool finde. Bei den Fußballskins haben die jetzt ja ein bisschen verändert, was ein bisschen komisch aussieht, dass jetzt auf einmal auch vorne die Zahl drauf ist. Das sieht absolut weird aus. Bei den Footballskins, muss ich sagen, sieht das aber ganz cool aus. Ich zeige nochmal hier die einzelnen Varianten, die es hier so gibt. Es gibt natürlich vier weibliche, vier männliche Versionen. Hier haben wir einmal die vier weiblichen Versionen. Dann kommen wir einmal zu den vier männlichen Versionen, die ihr euch holen könnt. Also für die Footballfans unter euch. Wir gehen das mal schnell durch hier, was wir noch alles drin haben. Natürlich die Whistleblowerin, die Schiedsrichterin, finde ich absolut nice, muss ich sagen. Für 800 V-Bucks kann man sie sich auf jeden Fall gönnen. Eines meiner Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder halt den Schiedsrichter, je nachdem, wenn man auf männliche Skins steht. 800 V-Bucks geht auch komplett klar. Kann man sich auf jeden Fall mal holen. Dann haben wir Spike It drin. Zack. Touchdown. Touchdown ist drin, wo wir schon mal beim Thema sind. Dann Denied ist drin. Auch nice. Die Upright Axe ist drin für 800. Was haben wir noch drin? Timeout. Auch geil. Und dann haben wir noch Golden Pigskin drin. Oh,
Und der Schwung hört sich ja super komisch an. Also, interessanter Shop, voll mit coolen Sachen, muss man sagen. Ich mache mal den YouTube-Chat an. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was euer Highlight ist. Müsste jetzt gleich angezeigt werden. Oder auch nicht. Genau, da ist der YouTube-Chat. Dann könnt ihr einmal reinschreiben, was euer Highlight ist. Und Spielgamer, haut nochmal 5 Euro raus, kommst mit ins Video rein. Danke dir für deine Donation. Wollte mal was Gutes machen und ein bisschen supporten. Gönn dir Skin auf meinen Nacken. Schwarzes Herz. Danke, du bist ein Ehrenmann. Danke dir für deine Donation. Also bist mit dem Chat auf jeden Fall drin, mit dem Video. Also Highlight geht heute raus an die Schiedsrichterin zum einen vom NFL-Paket, muss ich sagen. Ist ja ein Riesenshop heute wieder, ein Doppelshop. Und der Freemix, den finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Stimme dazu mag oder nicht. Ist ein bisschen weird am Anfang. Ansonsten Astra, ganz klarer Fall. Also der Shop ist generell ganz interessant, muss man ganz klar sagen. Deswegen gebe ich dem Shop heute mal, eine 7 von 10, weil der vollgepackt ist mit Sachen, die wahrscheinlich jeder irgendwie so ein bisschen cool findet, für jeden, was dabei ist. Wenn ihr das Ganze cool findet, Leute, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da, unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code, wenn Snipes. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin, ciao, ciao.